For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein ganz speziell hübsches Intro-Tierchen heute, ein albino-grüner Leguan, ne? Iguana rhinolofa. Das Ganze als Albino, deswegen so zitronengelb und weiß am Kopf. Also ihr wisst, ich bin ein totaler Albino-Fan und die grünen Leguane als Albino, meiner Meinung nach wunderschön. Interessanterweise geben tut es die theoretisch seit Jahrzehnten, aber es werden gar nicht so viele gezüchtet. Ne? Also wir kriegen auch jedes Jahr vielleicht ein, zwei Tiere, wenn überhaupt. Das ist jetzt ein Tier von 2020, hat sich super schön entwickelt, tolle Farben. Ne? Also das, ja, gerade so mit dem Weiß und das Gelb, dieser Kontrast. Also ich finde es super hübsch und deswegen mein Intro-Tierchen für euch heute. Wir haben wieder bei unserem Reptilien-ABC aufgerufen. Wir sind mittlerweile sogar schon beim L angelangt. Ne? Und da kamen natürlich die Klassiker Leopardgecko, Leguan. Haben wir beides schon. Leopardgecko haben wir schon einiges drüber gemacht. Dann kam lustige Szenen. Das kommt jetzt demnächst wieder, so ein Best of Outtakes. Könnt ihr euch drauf freuen. Freue ich mich selber auch richtig drauf. Und dann kam Elvi Legenot, das fand ich richtig gut, kam auch einige Male. Das hat mich auch gleich angesprungen, das Thema sozusagen. Und deswegen werden wir heute die Legenot machen. Die Legenot ist wirklich ein präsentes Thema in der Terraristik. Also Züchter kennen das, haben vielleicht immer so eine kleine Angst davor. Im Idealfall sieht es so aus, wie wir euch jetzt gerade mal einblenden können, so ein Königspython bei der Eiablage. Da flutscht schön ein Ei nach dem anderen zur Kloake raus. Also so ist der Idealfall. Aus meiner Erfahrung, also ich muss sagen, wir haben zum Glück ganz selten Probleme mit Legenot. Also das können wir wahrscheinlich sogar an einer Hand abzählen, zum Glück. Gibt wahrscheinlich auch Terrarientiere, die eher dazu neigen und andere, die weniger dazu neigen. Also Königspython, glaube ich, neigt weniger zur Legenot. Aber generell ist es so, dass einfach die Parameter stimmen müssen. Ne? Das Klima im Terrarium muss stimmen und die Ablagebox für die Eiablage muss passen und vorhanden sein. Ne? Das sind so die zwei Punkte, die müsst ihr im Vorfeld, müssen die stimmen. Ne? Nicht erst, wenn es zu spät ist, wenn ihr denkt, oh, das Tier ist übers Legedatum drüber raus oder ihr seht dem Tier die ersten Anzeichen an, dann ist definitiv zu spät. Es muss vorher stimmen, wenn ihr züchtet, wenn ihr ein trächtiges Weibchen habt, dann muss das passen. Es muss warm genug sein, Tag und Nacht warm genug, ne, je nach Tierart, aber jetzt Beispiel tropische Tiere auch nachts gut heizen. Und wie gesagt, die Ablagestelle muss vorhanden sein. Ne? Wenn euer Terrarientier oder euer Reptil rumkriecht, rumläuft und nach der passenden Stelle sucht und nichts Passendes findet, dann ist natürlich absolut Kacke. Und dann nützt auch nichts, wenn ihr so im letzten Moment was reinstellt, dann ist es in der Regel zu spät. Überlegt euch bzw. erkundigt euch, wie euer Terrarientier in der Regel seine Eier ablegt. Ne? Es gibt für Schlangen und einige Echsen gibt es diese Versteck- bzw. Ablageboxen. Ne? Also die in dem Fall so mit Magnetdeckel. Wichtig da drin natürlich ein feuchtes Moos drin. Ne? Also fast alle Reptilien legen ihre Eier in ein feuchtes Substrat rein. Also das hier ist so der Klassiker an Ablageboxen, ne? Für jetzt in dem Fall oder in der Größe vielleicht für Kornadern, ne? Für Königspython ist schon zu klein. Leopardgecko ist das auch ein gutes Item. Aber es gibt auch andere Tiere, die wollen es ein bisschen anders haben. Ne? Beispiel Chamäleons, das Jemen-Chamäleon. Da ist Ablage ein wichtiges Thema, beziehungsweise Legenot ein wirklich präsentes Thema, wo viele Weibchen dran kaputt gehen. Die Chamäleons wollen ein
hohen Bodengrund, wo sie sich wirklich tief eingraben können. Ne? Wenn ihr kein Terrarium habt mit einem sehr hohen Bodengrund, kann man zum Beispiel einen Eimer reinstellen mit feuchter Erde oder Erde-Wärme-Kolit-Gemisch und dann graben die Chamäleons sich in den Eimer bis unten hin und können da unten ihre Eier ablegen. Andere Tiere, grüne Leguane zum Beispiel, also auf den Farmen, die machen da wie so Hügel. Ne? Werden so Hügel aufgeschüttet und die grünen Leguane, die wollen sich seitlich ihre Gänge graben. Ne? Also die graben nicht von oben rein, sondern in der Regel von der Seite, graben die Höhlen, legen dann ihre Eier ab und kommen wieder aus dieser Höhle raus. Also so müsst ihr euch im Vorfeld erkundigen, wie jetzt speziell euer Terrarientier in der Regel ablegt. Und dieses Item oder diese Ablagemöglichkeit muss dann, wie gesagt, nicht erst 3 Tage vorher, sondern die muss parat stehen im Prinzip, oder das darf sogar eigentlich fast das ganze Jahr im Terrarium sein. Bei den Schlangen sowieso als Versteckhöhle und so kann man die das ganze Jahr drin lassen, dass da nicht, wie gesagt, 3 Tage vor der Ablage irgendwas Neues reingestellt wird und das Tier so auf die Schnelle dieses Versteck annehmen muss oder diese Schlupfbox, das wird nicht klappen. Jetzt ist die Frage, wie erkenne ich die Legenot? Erstmal noch vorneweg, Legenot müsst ihr absolut ernst nehmen. Es ist wirklich eine häufige Todesursache bei Reptilien. Wenn ihr das verpasst, wenn ihr nicht rechtzeitig zum Tierarzt geht, wenn ihr nichts macht, wenn ihr denkt, wird schon klappen, das von allein wird es dann nicht klappen. Viele Tiere sterben daran, Reptilien. Die Eier müssen, in Anführungsstrichen, müssen raus, müsst ihr wirklich aufpassen. Andererseits will ich auch gleich noch an der Stelle sagen, ihr dürft natürlich auch nicht in totale Panik verfallen. Ne? Zum Beispiel, wenn ihr das Datum wisst, ne? Königspython als Beispiel 30 Tage nach der Häutung, sagt man, müssen die ablegen. Nicht am Tag 31 das Tier schaloux machen und Spritzen machen, tun und Tierarzt und so weiter. Also auch nicht zu früh in Panik verfallen. Wirklich ganz wichtig. Also einerseits entspannt sein, aber wissen, eine Legenot darf nicht sein. Es muss, also die Eier müssen letztendlich raus. Ne? Also ein Gleichgewicht aus beidem. Jetzt ist die Frage, wie erkenne ich das? Wie gerade schon gesagt, manchmal weiß man den Termin, dann hat man es ein bisschen leichter, dann kann man verstärkt auf irgendwelche Anzeichen achten. Oft weiß ich den Termin nicht, dann muss ich erst recht drauf achten. Fangen wir bei den Schlangen an. Mein Eindruck ist, wenn die Tiere eine Legenot haben, dann sehe ich relativ deutlich die Eier im Körper von dem Tier. Ne? Dann zeichnen die Eier sich deutlich ab. Ne? Vor der Legenot oder vor dem Eiablagedatum an sich ist der Körper noch relativ gleichmäßig. Die Eier sind schön verteilt. Die Schlange hat Körperfett, was zwischen den Eiern oder um die Eier drumherum gelagert ist. Ne? Dadurch sieht es relativ gleichmäßig aus. Wenn es dann wirklich eng und brenzlig wird, zeichnen sich die Eier recht deutlich ab. Da können wir ein Foto vom der Jochen Kramp hat mir ein tolles Foto oder 2 tolle Fotos zugeschickt, können wir hier einblenden. Da sieht man recht deutlich die Eier. Man sieht, oder ich habe den Eindruck, auf dem Bild kann man sehen, dass ein Ei besonders groß ist. Ne? Das ist oft der Grund vielleicht für eine Legenot, dass ein Ei unnatürlich vergrößert ist und deswegen einfach nicht durchpasst. Was man auch noch sehen kann, ich glaube, auf dem Foto sieht man es ganz gut, ich habe den Eindruck, dass die Haut von dem Reptil wirkt irgendwie ein bisschen dünner, ein bisschen glanzloser, ein bisschen schlaffer. Ne? Also wie wenn sie irgendwie Feuchtigkeit oder Körperfett oder irgendwas verliert. Ne? Also wird die Haut wegen so ein bisschen mehr pergamentartig. Ne? Also wie gesagt, man sieht es hier ganz gut bei der Hakennasennatter, aber es ist auch bei Königspütern oder bei Nattern so, das Ganze wirkt ein wenig zerbrechlicher. Der dritte Punkt, beziehungsweise ja, der dritte, das ist allerdings, wenn es wirklich sehr spät ist, die Tiere machen so einen schlappi Eindruck. Ne? Also sie werden so apathisch, wenn ich sie rausnehme, das Tier hat schon keine Kraft. Also wenn das der Fall ist, dann ist es wirklich 1 Minute vor 12, wenn nicht gar 1 Minute nach 12, dann ist wirklich ganz dringend zu handeln. Ne? Das sind so die Anzeichen bei der Schlange. Bei der Echse ist es eigentlich ein bisschen ähnlich. Was ihr wissen müsst, Echsen hören, oder die meisten oder die mir bekannten Echsen hören einige Tage vor der Eiablage auf mit Fressen, werden dann
Also die haben dann einen dicken Bauch, aber werden insgesamt, machen sie gleich einen dünneren Eindruck. Ne? Es kann sein, dass man an der Schwanzwurzel so ganz leicht vielleicht die Hüftknochen sieht. Bis zum bestimmten Punkt normal. Darf aber natürlich auch nicht zu lang sein. Ne? Also die Fresspause, häufiges Beispiel Badergarmisch, vielleicht so maximal eine Woche oder 4-5 Tage. Aber ist auch unterschiedlich lang bei verschiedenen Echsen. Kann ich und weiß ich jetzt nicht alle Echsen für sich. Wie gesagt, bis zum bestimmten Punkt, bis zum bestimmten Tag normal. Dann fangen die Tiere auch an, also zum einen, die suchen ja die ganze Zeit nach der Eiablagestelle. Wenn ihr den Eindruck habt, dass sie gar nicht mehr richtig danach suchen, ist bestimmt ein Indiz, dass es dass vielleicht über den Zeitpunkt raus ist. Ne? Dann das Gleiche, wie ich vorher bei den Schlangen gesagt habe, dass sie so den Eindruck machen, dass sie doch insgesamt körperlich einfallen, ne? Dass die Haut so pergamentartig wird. Oder dass die Tiere vom Ausdruck her, ne? Zum Beispiel die Augen, wenn sie so schläfrige Augen kriegen oder insgesamt auch so Richtung Apathie laufen, ne? Das ist auch wieder ein sicheres Indiz, dass es allerhöchste Zeit wird. Oder die Chamäleons kriegen dann so leicht eingefallene Augen. Das ist auch wieder ein Anzeichen. Da ist dann auch schon wieder fast eine Minute nach 12. Das sind so die Anzeichen, auf die ihr achten müsst. Was ich noch vorne wegschieben will, es gibt eigentlich zwei Stadien der Legenot. Es kann entweder sein, dass das Tier noch gar nicht angefangen hat mit der Eiablage. Dann ist es eben schwierig, den Zeitpunkt zu bestimmen. Ne? Bin ich schon in der Legenot drin oder ist noch alles okay? Die zweite Möglichkeit ist, dass das Tier schon mehrere Eier abgelegt hat und einfach ein oder mehrere Eier noch in dem Tier drin sind und die einfach nicht rauskommen. Ne? Also das Tier hat abgelegt und dann passiert 1, 2, 3 Tage gar nichts. Dann wisst ihr natürlich, ja, wieso hört denn das Tier auf mit Legen, obwohl es noch einen dicken Bauch hat. Da muss ja noch mehr drinstecken. Das hat zumindest den Vorteil, ich weiß, dass ich ein Problem habe oder beziehungsweise das Tier ein Problem hat. Ne? Also die zwei verschiedenen Fälle muss man vielleicht auch noch unterscheiden. Legenot vorm ersten Ei und Legenot mehr oder weniger während der Eiablage. Was ich gerade noch bei den Echsen, was ich noch hinzufügen will, auch ein Anzeichen ist, wenn die so einen Buckel anfangen zu machen. Ne? Also die krümmen sich so zusammen, sei es jetzt irgendwelche Echsen, so wie Badergarmen oder sowas, ne, die ja normal so aufrecht sind, wenn die sich, ich weiß nicht, so eine Schutzbewegung vom Körper, wenn die sich so zusammenkrümmen. Ne? Das ist auch noch ein ganz sicheres Indiz für eine akute Legenot. Was kann ich dagegen tun? Das, was ich vorher gesagt habe, die Dinge im Vorfeld könnt ihr dagegen tun. Wenn ihr wirklich an diesem Punkt seid und sagt, oh Mist, da funktioniert gar nichts mehr, dann könnt ihr meiner Meinung nach nimmer viel tun. Es gibt ein paar wenige Fälle. Das eine kann ich euch mal hier noch einblenden. Das ist auch eine Bartagame, wo das Ei einfach zu groß war, nicht durch die Kloake kam. Da hat es der Terrarianer mit der Spritze punktiert, die Flüssigkeit rausgezogen und dann kam das Ei raus. Das als Terrarianer zu tun, ist schon relativ grenzwertig, mit der Spritze wirklich nichts kaputt zu machen. Also das ist vielleicht sogar wirklich was, wo man dann schon zum Tierarzt gehen sollte oder wo ich euch empfehlen würde, zum Tierarzt zu gehen. Zweiten Fall kann ich euch hier auch einblenden. Ein Kunde von mir hat bei sich im Keller eine Ringelnatter gefunden, ist Terrarianer, hat sofort erkannt, oh, da stimmt was nicht, ne? Man sieht es auf den Bildern ganz gut, hat ein relativ großes Ei drin und man sieht es auch dem Tier eigentlich ganz gut an. Das, was ich vorher gesagt habe, so diese schlaffe Haut und dieses Apathische und so weiter, sieht man wirklich super an dem Tier. Er hat es geschafft, die Eier rauszumassieren. Dem Tier dadurch zu helfen, durch rausmassieren der Eier hat funktioniert. Und er sagt danach, also nach einigen Stunden, hat sich das Tier total erholt. Also wo die Eier noch drin waren, war es völlig apathisch nach dem Rausmassieren. Mehr oder weniger alles gut. Er hat die Ringelnatter in der Natur wieder ausgesetzt. Die ist davongekrochen und alles war gut.
Ich glaube, dass das funktioniert, gerade speziell auch das Rausmassieren, das ist wirklich die Ausnahme. Man muss sich vorstellen, das Ei ist ja in dem Legedarm drin, ne? Das ist ja nicht einfach irgendwie in der Schlange drin, sondern in so einem Legedarm, ne? Also wie so ein Wurstdarm kann man sich das vorstellen. Und aus irgendeinem Grund geht es nicht raus, in der Regel, weil irgendwas im Weg ist, ne? Oder das Ei ist zu groß. Wenn ich massiere, mache ich meistens nichts anderes wie den ganzen Darm hin und her schieben, diesen Legedarm. Ne? Also ich massiere nicht das Ei durch den Darm durch, beziehungsweise durch die Verengung geht das Ei auch nicht raus, weil so viel Kraft kann ich auf das Ei nicht ausüben, ne? Ohne dass ich es zum Beispiel punktiere oder irgendwie das Ei zerkleinere. Eben, was ich letztendlich mache, ist einfach diesen Legedarm in dem Tier hin und her schieben. Ich glaube, dass das Tier also wirklich in 95% der Fällen dadurch nur noch mehr gestresst wird, und helfen tue ich fast gar nicht. Ne? Das ist so der alte Klassiker, rausmassieren bei Legenot. Bin mal auf eure Meinung gespannt, dürft ihr gern unten posten, ob es bei euch schon mal geklappt hat oder nicht mit dem Rausmassieren. Meine Meinung nach, wie gesagt, 95% der Fälle klappt es nicht. Das heißt, ihr müsst zum Tierarzt. Der Tierarzt, eben im Idealfall, kann er es punktieren, das Ei, und so klein machen und dann rausziehen. Aber oft ist auch der Fall, kann ich euch hier auch Bilder einblenden von einem aus der Community, Königspython in dem Fall, mit Legenot, der dann operiert werden musste. Der Tierarzt schneidet die Bauchhöhle auf, schneidet den Legedarm auf, holt die Eier raus, vernäht das Ganze wieder sauber, und somit ist das Ei befreit. Das ist so der letzte Step, den man machen kann oder machen muss, nicht machen kann, sondern machen muss. Wenn das geschehen ist, würde ich euch empfehlen, mit dem Tier nicht, oder das wird euch aber der Tierarzt auch sagen, in der nächsten Saison nicht mehr zu züchten, weil in der nächsten Saison wird das gleiche Problem höchstwahrscheinlich wieder auftreten. Also meine Erfahrung, ein Tier, das mal Legenot hatte, lieber die Finger davon lassen. Was vor der Operation noch kommen kann, meine Reihenfolge ist leider nicht ganz perfekt, was man vor der Operation noch machen kann und was man auch macht in der Terraristik seit vielen Jahren. Man kann den Tieren, muss allerdings wirklich rechtzeitig sein, also da sind wir an einem Punkt, wo das Tier noch nicht apathisch ist, sondern deutlich davor. Man kann Calcium spritzen, das kann man ein, zwei Tage lang probieren. Ne? Eine Calciumspritze zu geben, macht auch der Tierarzt. Der Tierarzt weiß dann auch die Dosierung. Das kann manchmal helfen. Aus meiner Erfahrung, spätestens am zweiten Tag, wenn die Calciumspritze nicht geholfen hat, dann kann man es mit Oxytocin probieren. Oxytocin ist ein Hormon, das Wehen auslöst, beim Mensch wie bei den Tieren. Dann kriegen die Tiere so eine Oxytocin-Spritze. Das kann das Ganze unterstützen, dass die Wehen ausgelöst werden. Das kann man auch gegebenenfalls zweimal wiederholen. Aber das sind jetzt alles Sachen, das weiß der Tierarzt, das macht der Tierarzt. Und wenn das nichts hilft, dann kommt die Operation. Was man auch noch zu dem Oxytocin und Calcium sagen muss, macht natürlich auch keinen Sinn, wenn da ein Riesenei drin ist. Ne? Dann ist das nicht ein Problem von den Wehen oder dass die Wehen nicht da sind oder sowas. Oder Calciumgabe Sinn macht, sondern dann ist einfach, dann ist es ein mechanisches Problem. Dann bringt es mit Oxytocin und Calcium natürlich nichts. Aber das ist was, wo der Tierarzt weiß und euch auch sagen wird. Am Schluss mache ich nochmal immer den Verweis auf gute Literatur. Literatur über Legenot gibt es in dem Sinne nicht. In dem Fall der Verweis auf gute Tierärzte einerseits, beziehungsweise vielleicht auch der Verweis auf die Community, eure Kommentare. Bin ich mal gespannt, was ihr für Erfahrungen damit habt. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Was kann man noch besser machen oder welche Anregungen zu dem, was ich gesagt habe, habt ihr noch? Bitte unten posten, das wird bestimmt interessant. Bin ich gespannt drauf. Ich glaube, das ist ein Thema, das ist wirklich quer durch die Community, vom Einsteiger, der es kennen sollte, bis zum Oberprofi, der die Probleme schon kennt, ist es interessant. Deswegen freue ich mich auf eure Kommentare. Gebt den Daumen hoch, abonniert unseren Channel, dann seid ihr immer up to date, was diese Folgen betrifft, und bleibt mir treu, check my balls.
Noch ein kleiner Nachtrag in ein bisschen einer anderen Sache. Ich weiß, die meisten oder viele von euch sind tätowiert, so wie ich auch. Da sind auch viele Reptilien-Tattoos dabei und da sind super Reptilien-Tattoos dabei, habe ich schon gesehen. Bitte nicht jedes Tattoo einschicken. Wir wollen bloß Reptilien-Tattoos. Also es muss weitläufig irgendwas mit Reptilien zu tun haben. Blödes Beispiel, ich hatte hier so eine... habe ich so eine Medusa drauf, ne? Auf meiner schlechten Haut erkennt man es leider gar nicht mehr gut. Ich kann vielleicht mal noch ein Originalbild einblenden. Die Medusa hat ja diese Schlangenhaare, diesen Schlangenkopf. Also sowas zählt als Reptilien-Tattoo oder ein Reptil selber. Also es müssen Reptilien drauf zu sehen sein, ein Reptil oder ein Terrarientier. Also wir lassen auch Frösche, alles was unter das Thema Terraristik fällt. Reptilien, Amphibien würde ich mal sagen. Da wollen wir eine Folge machen. Da werden wir viele von diesen Tattoos oder die besten von den Tattoos zeigen. Und letztendlich werde ich die Entscheidung treffen, welches ich die Nummer 1 finde. Und die Nummer 1 kriegt einen 500-Euro-Gutschein von uns. Und da bin ich mal gespannt drauf. Wird bestimmt eine coole Folge mit coolen Tattoos, mit schönen Tieren. Freue ich mich wirklich drauf. Mailt sie uns zu, entweder per E-Mail, per Facebook, per E-Mail, Facebook, das sind eigentlich die zwei guten Medien. Wir blenden unten die Adressen ein. Freue ich mich wirklich drauf und bin gespannt.